Wir wollten ein neues Klima für die Allerbesten herausholen. Wir wollten, dass die ihre Wünsche äußern können, frei äußern können und nicht betteln. Die politische Situation war eben insofern, als eine neue Regierung, die neue Initiativen bringen wollten, dass die günstig war. Regierungswechsel 1982 und die Vision Leibniz-Preis. Der höchst dotierte Wissenschaftspreis mit größtmöglicher Freiheit. Kooperation und Einsatz sind gefordert von Bildungsministerin Wilms und Forschungsminister Riesenhuber. Und das Zweite war, dass das Ministerium von Frau Wilms der Sache durchaus interessiert entgegengeschaut hat und dass sie alles versucht haben, auch das andere Ministerium, das BMFT von Herrn Riesenhuber, zu überzeugen. Und das Wohlwollen der Leute in beiden Ministerien hat sehr geholfen. In 100 Jahren, ich werde zwar nicht mehr leben, aber denken vielleicht die Leute ganz anders drüber. Am eindrucksvollsten für mich im Rückblick ist immer noch die große Freude derer, die mit dem Preis bedacht worden sind. Mit dem Leibniz-Preis sind Erwartungen verbunden. Für uns sind es die jungen Menschen, die immer wieder alles in Frage stellen. Dazu sind sie da. Und deswegen ist man als Hochschullehrer natürlich jedes Mal wieder begeistert, wenn man merkt, da kommt eine neue Generation, denen bedeuten die etablierten Dinge nicht so viel, sondern die fragen, was davon ist wirklich gültig. Also muss man ihnen Leistung abverlangen und Freiheit geben. Der Leibniz-Preis gibt einem unheimlich viel Freiheit, ohne lange vorher nachzudenken, ohne ausführliche Planung, ohne große Begründung, eben spontan das zu machen, was einem einfällt. Und das hat die Forschung bei mir, glaube ich, doch sehr erleichtert. Es war eigentlich eher eine Erleichterung als ein Möglichmachen. Christiane Nüßlein-Vollhardt schätzt die Vorzüge des Leibniz-Preises, Freiheit und Unabhängigkeit in der Verwendung der Gelder. Also ich bin ein dezidierter Befürworter der Grundlagenforschung, die vom oder auch der angewandten Forschung, die vom Wissenschaftler selbst geplant wird, sozusagen, oder vorgeschlagen wird und die natürlich dann begutachtet wird. Und das ist meiner Ansicht nach ein ganz wichtiger Aspekt der Talentförderung auch. Ich glaube, der Leibniz-Preis dient auch dazu, ein bisschen das Image des Forschers zu verbessern. Preise haben oft die Wirkung, dass etwas geadelt wird und dass etwas für besonders gehalten wird. Und das ist natürlich an sich ein schöner Ansporn, so einen Preis zu bekommen. Der Leibniz-Preis war mehrfach die Vorstufe für den Nobelpreis. So auch bei der späteren Nobelpreisträgerin Christiane Nüßlein-Vollhardt. Ihre Untersuchungen über mutierte Gene von Fruchtfliegen bringen neueste Erkenntnisse, entschlüsseln Funktionen von Genen und bahnen damit den Weg für neuartige Diagnosen und Therapien. Ein Beispiel für den Erfolg von effizienter Forschungsförderung in Deutschland. Die Art und Weise, wie Fördermittel vergeben werden durch die deutsche Forschungsgemeinschaft, ist, glaube ich, international vorbildlich. Wissenschaft und Familie zu vereinbaren, ist für Frauen ein Ziel. Und eine sichere Investition in die Zukunft. Also im Moment stehen die Türen für Frauen relativ weit offen. Also es überall wird gesucht, ob man talentierte Frauen findet. Auch die Bereitschaft, sie zu fördern, ist hoch, war noch nie so hoch, würde ich sagen. Und ich glaube, es ist ein bisschen an der Zeit, dass die Frauen das auch annehmen. Mein Sohn geht in den Kindergarten, also in den Ganztageskindergarten. Und ich hole ihn nachmittags um 5 ab und dann stehe ich halt morgens früh auf, also sehr früh um 5 Uhr. Und dann komme ich halt früh hierher und kann anfangen. Professor Nüßlein-Vollhardt hat mich sehr unterstützt, also da war ich ganz, ganz froh. Forschung ist ja, wenn sie gut ist, was sehr Individuelles und was sehr Besonderes. Und ein guter Forscher zeichnet sich dadurch aus, dass er etwas macht, was die anderen nicht machen. Man muss einfach wissen, ob der Forscherberuf einen Spaß macht. Und man sollte eigentlich nur Dinge tun, die einem richtig Spaß machen, die also auch zu einem zu leidenschaftlichen Handeln bringen können. Und wenn man das nicht verspürt, dann sollte man das auch nicht machen. Aber wenn man es verspürt, dann sollte man es um jeden Preis machen, finde ich. Lärm führt zu einer Schädigung der feinen Sinneshärchen. Neues anpacken, Herausforderungen angehen, alte Strukturen hinterfragen und wenn es sein muss, auch verändern. Herr Professor, man denkt ja immer, ihr weiß es nicht, aber es war alles drei richtig. Computersimulation parallel.
Was mich antreibt, ist eigentlich die wissenschaftliche Neugier, dass man der Natur sozusagen ein bisschen was abluchst. Verbindungen schaffen, Brücken bauen, Perspektiven und Spuren wechseln und daraus Mehrwert schöpfen. Erfahren in vielfachem Sinne hat das Joachim Milberg. Ich hatte das Glück, in meinem Lebenslauf gelegentlich die Blickwinkel zu wechseln zwischen Forschung und Industrie und auch in unterschiedlichen Bereichen der Industrie. Also Wissenschaft ist ja auf Erkenntnisgewinn angelegt und ermöglicht damit Neues. Und der zweite Partner in diesem Innovationskreislauf ist die Wirtschaft. Die nimmt dieses Neue und setzt das Neue hoffentlich erfolgreich am Markt um und schafft damit letztlich die finanzielle Basis auch wieder für die Wissenschaft. 1989 erhält Joachim Milberg den Leibniz-Preis. Ein Impuls mit Antriebsstärke. Naja, es gibt ja wahrscheinlich keinen größeren Motivator, als Erfolg zu haben. Und die Auszeichnung mit dem Leibniz-Preis war natürlich für unser Institut schon eine deutliche Erfolgsbestätigung. Insofern hat das für uns alle einen enormen Motivationsimpuls nochmal ausgelöst. Ganz abgesehen davon, dass die damit verbundenen finanziellen Mittel, die man ja doch relativ flexibel einsetzen konnte, eine wirklich enorme Hilfe waren und dann nochmal doch deutliche Schubkraft erzeugt haben. Das Institut für Werkzeugmaschinen und Betriebswissenschaften heute. 1981 übernimmt Joachim Milberg nach 10 Jahren in der Industrie das IWB in München. Praxisnah will er Wissenschaft betreiben. Im Zentrum der Forschung stehen Automatisierung und Robotertechnologie. Bis heute sind die Anwendungen höchst kreativ und oft treffsicher. Dieses Preisgeld hat uns in die Lage versetzt, dort nochmal auch auf der Basis der neuesten Technologien auch in einem sehr komplexen Umfeld, ich sage jetzt mal, die Produktionstechnik der Zukunft anzudenken. Die Automatisierung von Produktionsprozessen löst heftige Diskussionen aus. Auch heute ist der Einsatz neuer Technologien häufig umstritten. Eine Bremse für den Wettbewerb? Ein Klimawechsel wäre eine wichtige Voraussetzung, um uns sozusagen noch besser zu positionieren, gerade bei neuen Technologien. Brücken bauen zwischen Wissenschaft und Wirtschaft, Politik und Gesellschaft, Ideen entwickeln, Grenzen überwinden und gemeinsam Neues schaffen. Das ist ein Wechselspiel mit sehr viel Potenzial. Wie können wir diese Chancen nutzen? Ich glaube, Offenheit ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich stelle häufig das Nein sicherheitshalber fest. Wir wissen nicht so ganz genau, was das alles bedeutet und sagen mal vorsichtshalber Nein. Und dieses Nein sicherheitshalber werden wir nur durch Offenheit, durch Kommunikation, durch Diskussionen über die Chancen und gelegentlich auch natürlich über die Risiken, die damit verbunden sind, überwinden. Offenheit ist ein wichtiger Punkt und ich denke, das ist eine Bringepflicht für Wissenschaft und Wirtschaft. Und auf welche Entwicklungen und Erfahrungen blickt Joachim Milberg besonders gern zurück? Was mich sehr gefreut hat, dass wir in dieser Zeit der ersten Überlegungen, Roboter-Einsatz in der Montage, doch eine ganze Reihe Projekte angestoßen haben und auch prototyphaft realisiert haben, die dann später in der Praxis mir wieder begegnet sind. Das hat mich gefreut. Schwarze Loch wächst durch Einfallen von Gas, aber auch von Sternen in das Schwarze Loch. Wir wollen Sachen herausfinden über unsere Geschichte, genetische Veränderungen, die wir alle Menschen gemeinsam haben. Wir gehören wieder in die Spitzengruppe. Ihnen, wenn Sie mehrfach an verschiedene Stellen versetzt werden, dann lernen Sie dabei die Gegend kennen. Spitzenforschung ist zu allen Zeiten gefragt und ist zu allen Zeiten abhängig von einer bedeutenden Forscherpersönlichkeit, ob Mann oder Frau, ist ganz gleichgültig. Und diese Forscherinnen und Forscher brauchen zweierlei. Sie brauchen Unabhängigkeit und sie brauchen Zeit, um diese Unabhängigkeit nützen zu können. Die Geisteswissenschaften legen die Basis der wissenschaftlichen Fantasie, auf der andere Fächer aufbauen. Wissenschaftler unterschiedlicher Disziplinen zusammenzubringen. Du kannst das ein bisschen weiter rüber holen, sonst
Jetzt können wir die Sachen forschen, die so risikoreich sind, dass keine Firma das mehr anfassen würde. Sie geben Ihnen daher mit diesem Preis die in der Tat märchenhafte Freiheit, alles zu tun, was Ihnen zur Erfüllung Ihrer Forschungsaufgaben dienen möge. Fast alles. Archäologie denkt in Zeitspannen von Jahrtausenden. Doch manchmal ist auch ein einzelner Zeitpunkt von besonderer Bedeutung. Für mich persönlich kam der Leibniz-Preis genau zum richtigen Zeitpunkt. Ich denke aber, ein solcher Preis kommt immer zum richtigen Zeitpunkt. Als erstem Archäologen wird Hermann Parzinger 1998 der Leibniz-Preis verliehen. Er geht weiter auf Spurensuche und wird weiter grenzenlos forschen. Die Aufgaben der Archäologie heute sind eigentlich ganz unterschiedlich. Zum einen müssen wir schon das Bewusstsein der Bevölkerung hier in unserem Lande, genauso wie im Ausland, wo ja das Deutsche Archäologische Institut vor allem tätig ist, das Bewusstsein ihrer eigenen Geschichte mitentwickeln und weiterentwickeln. Und auch, dass wir alle uns darum bemühen müssen, dieses kulturelle Erbe, das es ja ist, auch zu bewahren. Dass man gemeinsam die Spuren der frühen Menschheitsgeschichte untersucht, das, glaube ich, ist eine ganz, ganz wichtige kulturpolitische Aufgabe. Wir arbeiten ja auch in Peru, in Sri Lanka, in Vietnam, in vielen anderen Ländern, in Mittelasien jetzt, wo neue Staaten entstanden sind, die eine uralte, eine lange, weit zurückreichende Geschichte haben, der sie sich jetzt wieder stärker bewusst werden und die sie natürlich dann auch für ihr eigenes Bewusstsein und Selbstbewusstsein brauchen. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man das nicht in ein nationalistisches Fahrwasser abdriften lässt. Und aufgrund dessen spielt unsere Arbeit gerade im Nahen Osten jetzt, gerade auch im europäisch-islamischen Kulturdialog, eine ganz, ganz wichtige Rolle. Naja, Spezialisierung ist natürlich einerseits in jeder Wissenschaft Normalität, auch in der Archäologie. Andererseits kommt die Archäologie auch nicht aus, ohne dass man einen breiten Horizont hat. Erst durch die Zusammenarbeit mit Naturwissenschaftlern lassen sich die Funde der Archäologen einordnen. Schritt für Schritt geben sie so Auskunft über unser kulturelles Erbe. Also es geht ja darum, historische Einzelfänomene, die man durch Ausgrabungen dokumentiert, irgendwie eine Bedeutung für die Menschheitsgeschichte zu erfassen. Und wenn man nun diese Phänomene sozusagen ja, nur aus der lokalen Bedeutung heraus betrachtet, kommt man nicht zu den Einsichten, die man wirklich sucht. Hermann Parzinger ist unermüdlich auf der Suche nach unserer gemeinsamen Vergangenheit. Doch ohne sein Team lassen sich ihre Botschaften nicht entschlüsseln. Die Archäologie kommt ohne interdisziplinäre Zusammenarbeit gar nicht aus. Man muss verschiedene Kulturen erforschen, verschiedene in verschiedenen Räumen arbeiten, in verschiedenen Zeiten, um wirklich besser zu begreifen, was man mit der Archäologie eigentlich machen und herausbekommen kann. Ich meine, der Mensch sollte nicht aufhören, seine Vergangenheit zu erforschen, denn irgendwo, wenn man nicht mehr zurückblickt, sondern nur noch nach vorne, wäre das eigentlich ein trauriges Bild. Das erfordert Zeit, Kraft und natürlich auch Geld. Und das sind aber Dinge, wo man wirklich noch eine ganze Menge rausbekommen kann. Und das ist eine zentrale Aufgabe für die Zukunft. Das Wort Chaperon kommt aus dem Französischen und heißt Anstandsdame. Und so wie die Anstandsdame auch einen Zögling begleitet in dem Reifeprozess, machen es die molekularen Chaperone auch. I guess you're out already and I have some things to do. Preise haben etwas ganz anderes als normale Mittel. Sie werden einem einfach als Vertrauensvorschuss gegeben. Gerade dieser Preis gibt einem die Möglichkeit, auch neue Ufer zu betreten. Ich denke, wir befinden uns in einem ganz spannenden Zeitalter, sowohl wissenschaftlich gesehen, aber natürlich auch von den Möglichkeiten, die wir heute haben, technologischen Möglichkeiten für neue Forschungen, für neue Aktivitäten in ganz verschiedenen Bereichen. Also ich denke, es ist eine aufregende Zeit mit vielen Möglichkeiten, mit vielen Perspektiven. Eine konkrete Perspektive weist der Leibniz-Preis 2005, dem bis heute jüngsten Preisträger Immanuel Bloch. Der Leibniz-Preis macht die Forschung natürlich in vielen Punkten
leicht, dass man leichter, schneller Sachen realisieren kann, aber unter Umständen auch mal riskantere Projekte wagen kann, wo eben nicht klar ist, dass das von vornherein zum Erfolg führt, aber wenn es dann wirklich zum Erfolg führen würde, dann wirklich spannende neue Resultate sind. Ausgangspunkt ist das Bose-Einstein-Kondensat. In optischen Gittern aus Lasern werden ultrakalte Atome in einem Vakuum zum Stillstand gebracht. An den Gitterpunkten werden sie eingefangen und so manipuliert, dass sie im Gleichtakt schwingen und sich zu einer Materiewelle zusammenschließen. Atome können so völlig andere Quantenzustände erlangen. Die fantastische Kontrolle, die wir über diese kalten Atome haben, über die Bewegungszustände, über die internen Zustände, die Möglichkeiten, diese zu kontrollieren und zu manipulieren, sind ganz erheblich gestiegen und sind schon in gewisser Weise ein Quantensprung. Und das dann alles sind Techniken, die wir später brauchen werden, um so einen Quantencomputer zu bauen. Und was fasziniert die jungen Wissenschaftler in Immanuel Blochs Institut? Ja, es ist ein bisschen der Spieltrieb. Ich mag diese kleinen Arbeiten, das Probleme lösen, ein System dazu bringen, dass es sich so verhält, wie man sich das vorgestellt hat, dass man dann eben am Ende genau das Ergebnis auch in der Hand hält, auf das man eben hingearbeitet hat. Der Spaß an Wissenschaft im Vergleich zu einem regulären Job ist einfach die Tatsache, dass man immer nur Neues macht. Wenn man ein Problem gelöst hat, ist es gelöst und man kann sich dem nächsten zuwenden. Man geht ins Labor morgens, man packt die Sache an und man sieht die Ergebnisse. Man ist, vorne auf der Welle, sage ich mal, man macht die neuesten Dinge. Ich mache Wissenschaft und es ist halt ein guter Beruf. Ja, die Wissenschaft ist der Standortvorteil von Deutschland, meiner Meinung nach, weil irgendwie müssen wir uns im Zuge der Globalisierung irgendwo durch auszeichnen und die Wissenschaft ist die Chance Deutschlands. Kreative Freiräume für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu schaffen und stimulierende Forschungsbedingungen zu ermöglichen. Und wenn das für mich hier in Mainz klappen könnte, mir gelingen würde, dann wäre das eine tolle Sache und das würde ich mir generell natürlich für die heutige Zeit auch wünschen. Es muss Freiräume geben für die Grundlagenforschung, aber dann muss es auch irgendwie ein Transfer dieses Wissens zu denjenigen geben, die das umsetzen wollen. Manchmal sind das Wissenschaftler auch selber. Es gibt Wissenschaftler, die haben da größtes Vergnügen dran. Einmal 5 Jahre keine Anträge zu schreiben, ist märchenhaft. Wir müssen den Wissenschaftlern schon auch Vertrauen schenken, dass sie Neues entdecken. Denn wenn die Politiker oder Administratoren oder Präsidenten schon wüssten, was herauskommt, dann wäre es nicht mehr neu. Wir sind natürlich, das Präsidium und ich persönlich, wir sind schon stolz, dass wir diesen, heute würde man sagen, diesen Ruck gegeben haben, diesen Ruck in eine völlig neue Anschauung, wie man mit der Wissenschaftsförderung umgehen kann.